Egal, wo du gerade bist, es ist Zeit für ein Gespräch. Zeit für Sprechplanet. Und hier ist er, der Mann, der sich Julian nennt. Ja, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe Sprechplanet. Eine Woche nach dem großen Jubiläum. 5 Jahre haben wir letzte Woche gefeiert. Was war das für eine Party? Es gab gefüllten Butterkuchen, es gab Erbsensuppe satt und es gab Kakao mit Radieschensaft. Das war eine schöne Mischung. Heute sprechen wir mit Frank, dem Wedding Planner von Vox, dem Hochzeitsexperten Nummer 1. 4 Hochzeiten und eine Traumreise, das ist seine aktuell laufende, sehr erfolgreich laufende Sendung. Letztes Jahr hatten wir mit Michael Kossler bereits den Sprecher dieser Show hier im Gespräch, aber dass die Sendung sich so dermaßen in die Herzen von mir, von uns allen hineinarbeiten wird, hätte ich nicht gedacht. Denn diese Shopping Queen und perfekte Dinner und so finde ich alles total langweilig, aber 4 Hochzeiten und eine Traumreise gefällt mir komischerweise. Ich werde mit Frank jetzt über dieses Format sprechen. Ich freue mich sehr, dass er sich Zeit nimmt hier für den Sprechplanet. Jetzt geht's los. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück und hier ist er, der Wedding Planner Nummer 1, der Experte für den schönsten Tag im Leben, Frank. Hallo. Hallo, Julian. Seit 12 Jahren hast du schon deine Hochzeitsagentur. Spätestens seit der Hochzeit von Sarah Connor kennt dich auch ganz Deutschland. Wie kam es dazu, dass du so prominent wurdest? War das auch ein Wunsch von dir oder ist das zufällig entstanden? Überhaupt nicht. Dazu bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Ja. Ich wollte einfach ein toller Weddingplanner werden, einen super Job machen, viel Freude mit den Brautpaaren haben und irgendwann stand auf einmal ein Casting-Team bei mir in der Agentur und sie suchten einen Weddingplanner für die Serie damals mit Sarah und letzten Endes bin ich es dann geworden und dachte so, mal schauen, was da kommt. Ja, und nach diesem ersten Auftritt kam dann meine eigene Serie bei ProSieben, die ja 3 Jahre lang sehr erfolgreich lief. Mhm. Und dann war ich bei Six und jetzt bin ich bei Vox gelandet. Ja, gefällt dir das auch so, bekannt zu werden, angesprochen zu werden? Ist das das, was du auch liebst? Es gehört einfach dazu. Wenn man eben einen bestimmten Status oder also Bekanntheit erreicht hat, wenn man täglich im Fernsehen läuft, dann erkennen einen die Menschen natürlich schon wieder. Und in meinem Fall ist es zum Glück durchweg positives Begegnen. manchmal ist es schon gut, wenn man sich auch ein bisschen zurückziehen kann in Privatsphäre. Das ist eben dann teilweise nicht mehr möglich. Aber deshalb bin ich auch manchmal in Südfrankreich. Ja, okay. Wie jetzt auch, ne? Genau, wie jetzt auch, exakt, ja. Kannst du in etwa sagen, wie viele Hochzeiten du schon ausgerichtet hast oder hat man da irgendwann überhaupt gar keinen Überblick mehr? Also ich weiß es wirklich nicht, ich habe es nicht ganz genau gezählt, aber es sind jetzt so circa so um die 450 sein. Oh ja. Aha. Ist dann immer noch eine große Freude bei dir da oder ist das jetzt auch so ein bisschen starke Routine? Weil Hochzeit ist ja für den, der es erlebt, der wichtigste Tag im Leben und für dich dann einer von vielen. Richtig. Und das ist genau die Kunst auch und mein Fingerspitzengefühl. Natürlich jedes Mal wieder diese Spannung auch bei mir und bei meinem Team aufzubauen. Sich jedes Mal wieder auf das Brautpaar einzustellen. Und dadurch, dass diese Paare eben so unterschiedlich sind, dass wir es mit zwei Individuen, mit einem Pärchen zu tun haben, die wirklich jedes Mal anders sind, in ihre Eigenheiten haben, die ganz speziellen Vorstellungen und Wünsche und besondere Vorgaben, ist es auch da immer wieder für mich neu. Natürlich hat man die Routine in der Projektleitung, in der Abwicklung, was ja auch gut ist, was dem Brautpaar auch die Sicherheit gibt, dass man da eben, dass da keine Fauxpas passieren, dass die Abwicklung super, super perfekt läuft, aber darüber hinaus diese individuellen Neuheiten auch. Wir entwickeln ja auch jedes Mal für jedes Paar etwas ganz Neues, was wir bisher noch nie so gemacht haben. Stellen uns ja komplett auf den ein. Es gibt Pakete bei uns. Ist da auch immer wieder bei uns natürlich ein neuer Kick da. Wird das am Ende so funktionieren, wie wir das alles geplant haben? Einfach jedes Mal wieder bei diesem Tag, bei dieser Freude, bei diesem Fest der Liebe dabei zu sein, ist immer wieder toll, großartig,
aufs Neue und treibt mir natürlich auch immer mal wieder ein Tränchen ins Auge. Ja, dann hast du jetzt ja im Prinzip auch mit 4 Hochzeiten und eine Traumreise wieder ein perfektes Franck-Konzept bekommen, ne? Ja, absolut. Da habe ich mich auch sehr darüber gefreut, als das vorletztes Jahr kam, Anfrage. Und dass ich da einfach als Experte nicht nur meinen Senf, sondern vor allen Dingen meine Erfahrung, meine Tipps hinzugeben kann. Und das hilft doch, merke ich immer wieder, den Paaren wahnsinnig weiter. Ich werde eben deshalb darauf angesprochen, dass sie sagen, Mensch, ich habe das und das gesehen und das gelernt und für meine eigene Hochzeit mitgenommen. Und das finde ich großartig, wenn die Menschen eben einfach diesen Mehrwert haben und dadurch auf humorvolle, lockere Weise etwas lernen. Ja, und die Sendung läuft sehr erfolgreich. Ich habe letztes Jahr mit Michael Kostler gesprochen, das ist die Stimme von eurer Sendung, der Sprecher. Ja, richtig, richtig, genau, den kenne ich auch, ja. Der kommt ja auch immer dann zum Einsatz, wenn im Prinzip die Sendung fertiggestellt wird, wie bei dir ja auch. Wie weit bist du da involviert? Wie viele Sendungen kriegst du so am Tag kommentiert? Wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Das ist so, dass ich dann einen kompletten Tag im Studio sitze, also pro Woche, und ich drehe dann quasi die ganzen 4 Folgen sind es dann, ne? Nee, fünf, genau. 5 Folgen ab, das heißt die 4 Hochzeiten und das Finale, und schaue mir dann hintereinander das komplette Material an und sage dann meine Kommentare. Ja, und die sind dann auch tatsächlich spontan. So, oder ist da so ein bisschen... Absolut, absolut. Also das ist alles spontan, das ist alles echt, das ist alles 1:1. Ja. Nicht geskriptet, das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Also das hat man damals auch schon bei Frank der Wedding Planner gesehen, auf ProSieben, da war es auch ungeskriptet, da habe ich reagiert ganz spontan in der Situation, also situativ. Mhm. Und das ist jetzt genauso. Also ich sehe die das Material einmal und reagiere natürlich spontan, schaue, was mir dazu einfällt und greife da auf meinen reichhaltigen Erfahrungsschatz zurück. Ja, ich habe manchmal den Eindruck, dass die Gastbräute teilweise etwas sehr, sehr kritisch sind, weil sie selber auch gern gewinnen wollen. Da sind ja schon manchmal richtige Zicken darunter. Oder sehe ich das falsch? Oder hast du auch manchmal den Eindruck, Mensch, die machen das gerne so ein bisschen negativ, die Bewertung, damit sie selber gute Zahlen haben? Also natürlich ist das ein Faktor, der mitspielt, das ist ja ganz klar. Es geht schließlich darum, es geht schon um einen großen Gewinn, um die Flitterwochen, um eine Traumreise. Viele der Paare waren vielleicht noch nie, haben noch nie Deutschland oder Europa verlassen, haben noch nie eine Fernreise gemacht und wünschen sich das natürlich sinnlich. Passt auch perfekt dann direkt nach der Hochzeit, ja, schon großer Anreiz, dann mal den Pfad der Fairness auch zu verlassen. Also das ist klar, ja. Dass man da immer abwägen muss, Objektivität eigene Position muss man miteinander balancieren. Und man darf nicht vergessen, ich meine, die Damen sind nun mal keine Profis in der Hochzeitsplanung, deshalb bin ich ja da. Das heißt, die Kommentare und Bewertungen werden immer individuell persönlich sein. Und sie sehen es natürlich auch aus ihrem Blickwinkel. Und das Spannende daran ist ja, oder die Fallhöhe ist, dass natürlich jede Braut ihre Hochzeit grundsätzlich erstmal am schönsten findet, ja, klar. Und natürlich auch ihren Traumtag haben möchte. Was die Sendung natürlich gut zeigt, ist auch, dass es verschiedene Kulturen gibt. Ihr habt auch immer sehr, sehr verschiedene Hochzeiten, ne? Da sind nicht 4 Landhochzeiten nacheinander, also immer sehr durcheinander. Was gefällt dir persönlich denn am besten? Kannst du da überhaupt so Favorites geben? Also das ist ja auch so bei meinen Kunden, die sind ja auch alle sehr unterschiedlich, wenngleich insgesamt, sage ich mal, doch auf einem deutlich höheren Budgetniveau natürlich. Aber von der Ausrichtung her, vom Ambiente sind sie auch sehr unterschiedlich. Das kann von rustikal bis zu ganz luxuriös gehen. Ja. Da kann ich nicht sagen, was jetzt mein Favorite ist, weil das Wichtigste ist, dass man das Richtige für das entsprechende Brautpaar findet. Also das Paar muss sich wohlfühlen und man muss eine Hochzeit organisieren, die dem Paar an sich gerecht wird. Also es muss authentisch bleiben, finde ich immer ganz wichtig. Denn ansonsten merkt man, dass das Paar etwas spielt, was es nicht ist, eine Rolle einnimmt, das strahlt auf die Gäste über und es kommt dann keine Stimmung zustande. Das ist wie wenn man bei der Klamotte overdressed oder underdressed ist. Dann merkt man sofort, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas funktioniert nicht und die Ausstrahlung ist keine gute. Also sind eigentlich Negativ-Vibrations. Und das geht es im Prinzip
verhindern. Und das ist ja auch das, worauf ich in der Sendung achte. Haben Sie das in sich geschlossen, harmonisch organisiert? Passt das zu den beiden, zum Paar, so wie sie sich am Anfang präsentieren? Oder ist es zum Beispiel zu rustikal für ein modernes Paar? Oder ist es zu hochgestochen für ein einfaches Paar? Wenn man sich dann nicht auf einen bewegen kann und in der großen Gruppe auch schreiten kann, dann macht das Ganze keinen Sinn. Und dann kommt das natürlich auch zu Tage, dann wird es zuweilen skurril oder peinlich. Mhm. Hast du schon mal erlebt, dass du gedacht hast, Mensch, da hat jetzt definitiv die Falsche gewonnen? Ja, natürlich gab das schon. Also da liege ich ja oft mit meiner Profibewertung wirklich diametral gegenüber der Bepunktung ja. Der Gastbräute. Auf jeden Fall ist das schon vorgekommen, klar, weil ich das eben ja objektiv sehe und auch wirklich das in der Reihe und vergleichen kann und mir auch andere Kriterien heranziehe, die den Brautpaaren selber oder den Gastbräuten dann nicht auffallen. Mhm. Vor allen Dingen ist mir aufgefallen, deine Kommentare sind immer sehr herzlich, sehr lieb. Und selbst wenn dir was nicht so gefällt, dann sagst du, naja, okay, ist halt Geschmackssache. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das Geheimnis der Sendung, ne? Dass man den Tag dann auch nicht kaputt machen will mit dieser Show, oder? Auf keinen Fall. Also ich finde, ich muss immer noch respektvoll allen Brautpaaren und Hochzeiten gegenüber auftreten. Das finde ich ganz wichtig. Deswegen ist ja auch Diplomatie angesagt. Deswegen muss ich das dann teilweise auch harte Kritik in Worte fassen oder noch annehmbare Worte dafür finden, weil ich immer berücksichtigen muss und den Frauen zugutehalten muss, dass sie es wirklich nach bestem Wissen und Gewissen organisiert haben. Ja, und wie gesagt, für die Bräute ist das wirklich, wenn nicht der schönste, einer der schönsten Tage, also wirklich ein Fest, wo sie das ganze Leben schon drauf hingefiebert haben und so eine hohe Erwartungshaltung herrscht. Und da kann man Kritik üben, dafür ist die Sendung da, da müssen sich die Bräute auch dann aussetzen, wenn sie teilnehmen. Aber es muss alles immer noch im ordentlichen Rahmen sein. Mm-hmm. Ist ja irgendwie auch mutig, überhaupt da die Hochzeit in so einer Gewinnshow stattfinden zu lassen. Weil ja auch vor allen Dingen am letzten Tag oft Tränen fließen, wenn man dann zu sehen bekommt, wie die anderen Leute über das eigene Hochzeitskleid gesprochen haben. Mm-hmm. Und das ist eigentlich immer so der schwierigste Tag, ne? Absolut. Ich meine, da kommt halt wirklich alles dann zusammen. Da kommt sozusagen, wie man sagt, Butter bei die Fische. Es werden ja die Bewertungen zum Teil offengelegt und dann sieht man, ja, ist es wirklich so, wie die anderen vorher selber gesagt haben oder welches Feeling man auch persönlich hatte. Es hat sich auch manchmal so eine Beziehung dann aufgebaut. Zu manchen hat man große Sympathie. Ich will noch nicht von Freundschaft sprechen, aber man empfindet vielleicht eine Zuneigung zu jemand und der andere hat es dann auch vielleicht so aufgebaut, bewusst oder mitgespielt oder hat vorher gut geredet und nachher doch schlecht bewertet. Also diese Diskrepanzen, das tritt ja alles zu Tage und das ist das Spannende. Dann wird eben die große Box der Pandora geöffnet und dann sieht man, was da alles rauskommt. Und der zweite Punkt ist natürlich eben das Brautkleid. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil für die Bräute. Das ist ja auch bei meinen Kundinnen so. Das ist oft das Erste, was angegangen wird von Seiten der Kunden aus. Weil das einfach das visuelle Zeichen auch der Hochzeit ist. Und natürlich Fashion für die Damen steht ganz weit oben. Da wird dann schon sehr früh nachgeschaut und dann teilweise auch sehr schnell eben gekauft. Und da hängt Herzblut mit drin. Da gibt sich ja auch jede Frau sehr viel Mühe. Das ist zuweilen kein einfacher Prozess, das auszuwählen. Und dann stellt man damit natürlich auch noch immer seine eigene Figur in den Mittelpunkt, ja. Wo man dann sieht, nicht nur gefällt mir jetzt der Stil, ist das ein edles Material, ist das ein Topstöffchen, sondern das Ganze. Ne? Darum geht es ja auch. Und werden die Probleme so kaschiert, da werden sie hervorgehoben, sieht man doch die eine oder andere Speckfalte und Rolle oder oben, dass die Brust was rausfällt und dann ist natürlich bei der Kritik Polen offen. Ja. Ich denke auch gerade bei eurer Sendung im Vergleich zu Shopping Queen oder dem perfekten Dinner, da ist das ja, denke ich, nicht so schlimm, wenn man da mal ein bisschen was an Kritik bekommt. Bei richtig, das ist etwas ganz anderes, weil
ich sag mal, ein Outfit kann man ganz schnell wechseln und ist austauschbar und jeden Tag zieht man sich vielleicht dreimal um und hat im Jahr weiß ich wie viele tausende verschiedene Outfits und Kombinationen und ein Hochzeitskleid wirklich einmal. Denke ich auch. Hättest du denn selbst damit gerechnet, dass das so erfolgreich wird? Das ist ja ist kein Ende abzusehen jetzt, oder? Es ist im Moment kein Ende abzusehen, schnell mal Erfolgsklopfen. Ja. you never know. Nein, also dass es jetzt so erfolgreich wird, habe ich damals zu Beginn auch nicht gedacht. Ich wusste um das Potenzial natürlich dieses Formates, dieser Sendung und ich war auch froh, dass ich dann endlich wieder mal nach ein paar Jahren hochzeitfreier Zeit wieder so ein Format gibt, weil ich denke, dass aktuell und weiß es eben, also die Frage lieben das Thema Hochzeit, auch wenn man gerade selber in der Hochzeitsvorbereitung ist, aber man hat sie vielleicht gerade hinter sich oder sie steht noch an oder man lebt bei den Freunden, bei der Familie mit und es geht einfach immer um Romantik und große Gefühle und hier dann auch noch um Zickenkrieg und deshalb ist es wirklich eine wahnsinns perfekte Kombination. Ja. Ja. Ja, dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast hier für uns. War sehr Danke interessant. Schön, Julia. Alles Gute, bis bald. Danke, tschüss. Das war Frank hier bei uns am Sprechplanet Telefon. Vielen Dank für die Gesprächszeit, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die Gesprächsqualität selber war nicht so doll heute, ne? Es waren mehrere Störungen, aber nach Frankreich telefoniert es sich wohl nicht so einfach. Das ist interessant, das ist immer so ein kleines Risiko bei so einem Telefonat, gerade bei Handy oder Ausland. Da kann man von ausgehen, dass 10-20% des Gesprächs nicht zu verstehen sind. Aber ist egal. Wir freuen uns ja, dass Frank hier mal bei uns zu hören war. Und wenn Franck in Franck reich ist, dann nehmen wir das natürlich auch gerne hin und scheuen dann natürlich auch keine Kosten. Das war's für heute. Nächste Woche feiern wir eine Sonderausgabe vom Sprechplanet. 5 Jahre Sprechplanet wird in gewisser Weise gewürdigt. Ich setze mich mal hin und plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen. Welche Gespräche waren besonders schön? Wo ging mal was schief? Wie hat das überhaupt alles angefangen hier? Nächste Woche setze ich nochmal den Partyhut auf. Bis dahin habe ich auch den Kater von letzter Woche von der richtigen Party sicherlich verdaut. Das war's für heute. Vielen Dank. Bis nächste Woche mit einem Sprechplanet-Spezial. 5 Jahre. Und das Telefon glüht. 5 Jahre. Glühendes Telefon ist irgendwie auch scheiße. 5 Jahre Qualität. Wie wäre das denn? Bis dahin, schönen Abend und tschüss. Viele weitere Interviews auf sprechplanet.de.